So wie es ausschaut, ist auch hier eine weitere Geschäftszeile geschlossen worden. Entweder ob sie die Miete nicht mehr leisten können oder generell das Leben an sich. Ja. Und nichtsdestotrotz, schauen wir mal auf die andere Straßenseite, haben wir auch wieder ein Geschäftslokal zu vermieten, das schon längere Zeit vor dem vorgenannten pleite ist, sich diese Location nicht mehr leisten kann. Ja, kann euch in Salzburg so viele Geschäftszeilen sagen, die was geschlossen sind, weil die Regierung uns vernichtet. Das ganz bewusst, aus Kalkül, denn an freien Menschen kann man nicht in einer Art faschistischen Diktatur knechten. Ja. Ja, keine 10 Meter weiter, wo ich das alle lokal gesagt habe, wo ich schließen muss. Das nächste Lokal, Geschäftszeile, oder hier, gleich hier nebenan. Jetzt haben wir schon auf der Straßenseite 4 Geschäftszeilen, die Pankrottganger sind und deswegen den Verbrechen unserer Politmarionetten in der Regierung, wobei das RE vor der Regierung schon gestrichen kehrt. Die Gier ist unermesslich, über einen Menschen herrschen zu wollen, so wie wir schon in vielen Jahrzehnten zuvor und davor, in vielen Jahrhunderten davor immer wieder erlebt haben. Der Mensch wird nicht gescheiter, auf beiden Seiten nicht. Diese 1-3% Herrschsüchtigen werden nicht gescheiter, aber auch der Rest der Bevölkerung, weil sie sich nur immer wieder weiterhin auf den Kopf scheißen lassen wollen. Und wenn ihr es glaubt, die 4 Geschäftszeilen, das sind die einzigen, die da gerade schließen müssen. Gehen wir jetzt einmal 10 Meter von dem Platz, wo ich jetzt gerade gehe, weiter, dann zeige ich wieder eine Geschäftszeile. Ja, die ist jetzt nur noch im Lagerabverkauf, den letzten Cent rausholen will. Und das war das Teehaus, das ist da. Zwar öffentliche Verkaufsstelle, kann man sich anscheinend auch nicht mehr leisten, gell? Also Nummer 5 innerhalb von, sagen wir mal, gute 50 Meter, wo die Geschäfte schließen. Ja, ja. Traurig.